Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, liebe Bürger und Bürgerinnen gegen Stuttgart 21, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Kundgebung im Park. Stuttgart 21 bindet über Jahre enorme Summen an Geld, die in der Stadt und im Land an anderen Stellen fehlen. Deshalb heißt das Motto unserer Kundgebung: Stuttgart 21, sozial geht anders. An den Krankenhäusern in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es mittlerweile einen Sanierungsstau von über 1,6 Milliarden Euro. Andererseits beteiligt sich das Land mit fast 2 Milliarden Euro am Prestigeprojekt Stuttgart-Ulm. Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs, der Wahrhaftigkeit und der Demokratie. Tag für Tag erleben und hören wir, wie gebetsmühlenartig ein Totschlagsargument verteidigt wird: die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Tatsächlich wurden vom Zoll beim Abriss des Nordflügels bei 11 überprüften Arbeitern 8 illegale Arbeitsverhältnisse aufgedeckt. Wie dumm, dreist oder arrogant muss man sein, zu glauben, dass dies auf der meistbeobachteten Baustelle Europas unentdeckt bleibt? Um die Kosten für das Projekt 21 niedrig zu halten, muss zwangsläufig auf Billiglohnarbeiter zurückgegriffen werden. Billiglohnarbeiter, die dann wie Vieh mitten auf der Baustelle in Containern leben. Das ist keine Polemik, sondern traurige Tatsache auf Großbaustellen in Deutschland und Europa. Regt sich dann die schwäbische rechte Volksseele dann auch darüber auf, wie der Schlossgarten wieder aussieht? Tatsache ist, dass das geplante ESE-Center, das auf dem A1-Gelände gebaut werden soll, Arbeitsplätze in der Königstraße vernichten wird. Ein erlauchter Kreis hat sich schon mächtig hervorgetan in den Vorstandsetagen der LBBW, des ECE, des SWR und so weiter und so fort. Herr Oettinger nimmt nach wie vor Einfluss, zur Not über die Lebensgefährtin. Die Herren Zetsche und Grube haben einen Kumpel, der jetzt ohne Ausschreibung die Finger im Propagandaspiel um Monopoly 21 hat. Eine Hand wäscht die andere, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Oder wer erpresst hier wen? Diese Fragen stehen zur Beantwortung an. Und wir alle werden es noch erleben, dass hier die Wahrheit auf den Tisch kommt. Die Lenker verschiedener Großkonzerne machen gerade Großanzeigen für Stuttgart 21. Das sind übrigens die gleichen Leute, die bei der Bundesregierung dafür eintreten, dass Sozialabbau in Deutschland betrieben wird. Deshalb gehören wir Gewerkschafter nicht an denen ihre Seite, sondern an die Seite der Gegnerinnen gegen Stuttgart 21. Und das sind die gleichen Leute, die genau wissen, dass Stuttgart 21 nicht nur ein Verkehrsprojekt ist, sondern ein Immobilienprojekt, bei dem Milliardengelder umverteilt werden von den öffentlichen Kassen in die Kassen privater Konzerne und Spekulanten. Es freut mich, dass heute und auch schon in der Vergangenheit eine wichtige Verbindung zwischen Gewerkschaften und Stuttgart 21 Gegner, zwischen den Sozialprotesten und den Protesten hier in Stuttgart stattfindet. Und ich glaube, davor fürchten sie sich. Es gibt viele, viele Gründe für diese Verbindung. Ich will drei gewichtige nennen. Erstens, Stuttgart 21 ist auch eine soziale Frage. In Stuttgart haben Schüler und Eltern dagegen protestiert,
dass in den Schulen der Kalk von den Decken bröselt, dass Turnhallen geschlossen werden müssen, weil die Decken eingestürzt sind, dass viele öffentliche Gebäude in einem furchtbaren Zustand sind. 3.300 Kinder unter 3 Jahren belegen die Wartelisten für Kindertageseinrichtungen. Und das in einer der reichsten Städte Deutschlands. Was ist wichtiger? Dass unsere Kinder eine gute Erziehung und Bildung erhalten. Schulen und Kindertageseinrichtungen in einem guten Zustand sind, Armut und Kinderarmut bekämpft werden, wir eine vernünftige Gesundheitsversorgung haben, dass der Regionalverkehr ausgebaut wird oder dass 40 Kilometer lange Tunnels durch die Stadt gebohrt werden und der Bahnhofsbereich mit futuristischen Glubschaugen verschandelt wird, damit die Züge ein paar Minuten schneller durch Stuttgart brettern können. Stefan Mappus kündigt permanent Sparprogramme und Sozialeinschnitte an, um den Haushalt zu konsolidieren. Wie zynisch und sozialdarwinistisch muss man sein, bei den Ärmsten und Armen der Gesellschaft einzusparen, während Milliarden sinnlos in der Erde vergraben werden. Die von ihm beschworene neue Dialogbereitschaft ist doch offensichtlich nur Augenwischerei, wenn die Basta-Politik gerade so weitergeht. Diese Politik muss gestoppt werden. Die Arroganz der Macht muss ein Ende finden. Wer wie Ministerpräsident Mappus und wie der Fraktionsvorsitzende der CDU Peter Haug friedliche Sitzblockaden und die Weigerung der Demonstranten, den Weg freizumachen, als rechtswidrig bezeichnet. Der macht auch vor Streikposten die Einfahrten blockieren, wie das die Stuttgarter Müllwerker getan haben, oder anderen Streikaktionen nicht Halt. Das akzeptieren wir auf keinen Fall. Sitzblockaden, gewaltfreie Formen der Gegenwehr und auch symbolische Besetzungen gehören zur demokratischen Kultur in Deutschland. Menschen, die auf diese Art demonstrieren und ihre Rechte wahrnehmen, dürfen weder kriminalisiert noch mit Wasserwerfern, Pfefferspray oder Gummiknüppel angegriffen und bedroht werden. Dritter Grund, liebe Freundinnen und Freunde, die Politik des ungebremsten Wachstums und Profits, des höher, schneller, weiter, der immer größeren Geschwindigkeiten, das Produktionsmodell und Lebensmodell des ressourcenverschlingenden und klimaschädlichen weiter so, ist nicht erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise an seine Grenzen gestoßen. Die Philosophie des Projektes Stuttgart 21 folgt aber genau diesen Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten. Die immer größer werdenden ökologischen und sozialen Kosten werden von Tag zu Tag offensichtlicher. Was wir heute brauchen, ist aber nicht die Fortsetzung dieses zwischenzeitlich gefährlichen Modells der Groß- und Prestigeprojekte, sondern wir brauchen eine ressourcenschonende, klimafreundliche Wirtschafts- und auch Sozialpolitik und Verkehrspolitik. Motto: schnelle Züge und viele Straßen, damit die Geschäftsleute und eine immer mehr entwurzelte Bevölkerung schnell zwischen den Großstädten pendeln können. Die Kinder werden in den Garagen geparkt, damit die Autos ungestört auf der Straße spielen können. Gegen die Arroganz der Mächtigen, lasst